Benny Herzig von der BN Hatchets. 11:5 Sieg gegen Solothurn im Regionalderby, kann man sagen. Solothurn bis jetzt eigentlich klar vor euch passiert. Wie haben wir das geschafft, so einen klaren Sieg? Gut, ich denke mal, damit zu begründen mit der Einstellung. Wir haben schon am Donnerstag gegen Scorpions im Viertelfinale ein gutes Match gezeigt. Und wir sind ganz klar mit der Einstellung hierher gekommen. Wir wollen heute unbedingt die 6 Punkte holen, dass wir den Anschluss wahren können, um 8 Platz zu ziehen, um sicher mal in dem Pool zu sein, vom 5. bis 8. Platz. Eben, das war ja ziemlich ein heisses Duell gewesen, offenbar vom Resultat her im Cup gegen Scorpions. Ich war selber nicht dabei gewesen. Kannst du dir auch erzählen, wie es gelaufen ist? Ja, es ist unglücklich gewesen, es war ein sehr guter Match gewesen, über das ganze Spiel hinweg sehr ausgeglichen. Die Scorpions haben immer ein Goal vorgelegt, wir sind immer wieder daran hergekommen, sind immer ein bisschen vor gewesen. Wir haben gut mithalten, eine Zeit lang haben wir ein bisschen über Wasser gehabt sogar, wo es Spielstand ist, bei 4-4, haben wirklich gedrückt gehabt, haben leider die Goal nicht gemacht. Und es war halt wirklich halt sehr mit den 4 Nazi-Spielern, sie genug routiniert gewesen, das nachher gleich noch abzuspielen, ja. Und das war, glaube ich, auf einem kleinen Platz, gewesen, dort, wo wir gespielt haben, in der Nähe von Bern? Nein, wir haben da schon gespielt, Solothurn. Wir wollten zu Gümligen spielen. Leider haben wir hier nicht so Catering machen können. Darum sind wir hier auf Solothurn gekommen. Und dank Micha haben wir hier einen Grill aufstellen können, der etwas für die Pflege machen. Wie ist das für dich so ganz allgemein? Eben letzte Saison bist du Liga-Direktor gewesen. Jetzt als Spieler ist eine ganz andere Perspektive. Du gehst auf dem Sand, Gas, statt neben dem Sand. Verstehst du jetzt auch wieder Spielerperspektive ein bisschen mehr? Ah, definitiv. Nein, ich war schon immer eigentlich Spieler gewesen. Ich habe auch nur Rasenfußball gespielt nebendran. Ich kenne die Emotionen, ich spüre das immer auch. Und ich freue mich jetzt riesig, dass ich endlich da spielen darf. Vorher konnte ich das nicht können als Liga-Direktor. Und wir sind eine super Equipe, es macht Spass so, ja. Wie läuft es bei Biel? Also man sieht, ihr habt ein volles Matchblatt, das haben nicht alle Mannschaften. Ihr seid ein gutes Team, habt einen speziellen Trainer dabei, ihr habt noch 2 Tahitianer, die dabei sind. Man sieht eine gute Organisation auch und ein gutes Laufvermögen. Also ihr trainiert recht gut in dem Fall. Genau, wir trainieren pro Woche 2 bis 3 Mal. Uns ist es sehr wichtig, zum Beispiel der Gotto, der ist ja jedem Training dabei. Zeitweise leitet er sogar noch. Wir haben ja gesagt, die 10 von Tahit, wenn die können spielen, müssen die mindestens 1 pro Woche bei uns dabei sein, für das Teamgefüge. Wir sind 24 Spieler, jeder drängt sich Woche für Woche auf und der Coach hat die schöne Herausforderung, jedes Wochenende unsere Mannschaft zusammen zu planen. Es hat ja einige Italiener jetzt in der Schweiz, die sich aufdrängen für die WM. Was traust du jetzt euren 2 zu? Werden die können in der Mannschaft sein dann, für die WM? Ja, jetzt gehen wir mit dem Stefan Meyer noch telefoniert. Sie waren ja in Estland, der Stefan Meyer war dabei gewesen, und hat gesagt, sie haben einen sehr guten Eindruck gemacht, die 2, und sie drängen sich ziemlich stark auf. Ja. Und eben euer Ziel diese Saison jetzt erstmal ist doch die Platz. Ja, wir wollen in den Pool reinkommen, einen 5 bis 8 Platz sicher, dass wir auf einem 5 Platz mitkämpfen können. Genau. Dann viel Erfolg, merci vielmals. Merci vielmals, danke.